Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer, der sich scheinbar irgendwie für mein Leben interessiert. Das hier ist mein Draw My Year 2021, wo nicht mehr gezeichnet, sondern animiert wird. Nachdem 2020 das mit Abstand beschissenste Jahr in meinem Leben war, ging es 2021 doch schon ein ganzes Stück bergauf. Fangen wir mal an. Anfang des Jahres war nichts. Absolut überhaupt nichts. Von Januar bis Mai habe ich absolut nichts erlebt, was irgendwie nennenswert oder prägend war. Wir auch. Wir hatten 9 Monate lang Lockdown. Corona hat halt noch ganz schön gekickt und unser Land kam mit dem Impfen, naja, nicht ganz so hinterher. In dieser Zeit habe ich vor allen Dingen 3 Sachen gemacht. Erstens mit meiner Freundin zu Hause gehockt, Marvel-Filme und Serien gesuchtet und eine Menge gekuschelt. Zweitens, tonnenweise Videos für Talabox, Verstehen Sie Spaß und andere geschnitten. Und drittens, viel zu viel Mario Kart gespielt. Letztes war aber auch irgendwie ganz geil. Ende letzten Jahres haben wir mit einer Handvoll Leuten eine Discord-Gruppe eröffnet, in der wir Chatrooms für Mario Kart, Animal Crossing, Super Smash Bros. Und vieles andere bereitgestellt haben. Diese wird noch bis heute immer mal wieder verwendet und vor allem in der ersten Jahreshälfte wurden mehrere Mario Kart-Turniere veranstaltet, die nicht selten mehr als 10 Teilnehmer hatten. Das war irgendwie cool und hat echt geholfen, dass man sich in dieser düsteren Lockdown-Zeit nicht ganz so einsam gefühlt hat. Sag mal Leute, wer war eigentlich nochmal Erster? Außerdem hat sich Lea freiberuflich diesem YouTube-Kanal angeschlossen. Wir haben eine ganze Hand voller lustige Witzefolgen für euch produziert und das in einem ganz neuen Glanz. Am 24. Mai kam für mich dann mein persönlicher Moment der Erlösung. Ich konnte mich nach sehr viel herumtelefonieren und rumsuchen endlich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen lassen. 2 Wochen später galt ich als immun, generell sanken die Zahlen in diesem Land schlagartig und irgendwie ging das normale Leben auf einmal wieder los. Im Juni bin ich dann mit meinem Bruder Andy und mit meinem Kumpel Benny nach Norderney gefahren. Ein Urlaub im Ausland war diesen Sommer zunächst schwer zu planen, aber es war auch so ganz geil. Wir haben in der Woche auf der Insel viel Bier getrunken, haben die Insel mit dem Fahrrad umkreist, am Strand gechillt und ich glaube sogar jedes Spiel der Fußball-Europameisterschaft, inklusive das Ausscheiden Deutschlands, in verschiedenen Bars verfolgt. Auch zurück zu Hause habe ich jedes EM-Spiel mit Freunden geschaut, was super schön war, nachdem man so lange kaum sozialen Kontakt mehr hatte. Und im Juli gab es dann noch ganz kitschigen Pärchenurlaub in den Centerparks Budjadingen. Das hat die mentalen Batterien wieder voll aufgeladen. Und das brauchten wir auch, denn danach ging unser eigenes Festival, die KOND, in die 2. Runde. Und auch das waren wieder wundervolle Tage unter Freunden. Und genau so ging dieser Sommer 2021 auch weiter. Junggesellenabschiede, Freizeitparks, Kanufahren. Irgendwie wurde ein bisschen verlorene Zeit nachgeholt. Ich glaube sogar im August habe ich jedes Wochenende in einem Zelt geschlafen. Und dann gab es diesen Sommer auch noch ein Geschenk, womit wir selbst einen Monat vorher noch gar nicht gerechnet hätten. Richtige Konzerte und sogar ein Festival. Andy, Thomas und ich waren auf dem WWH-Festival in Schleiz. 6 Stunden lang hingefahren, um 2 Tage mächtig die Sau rauszulassen. Wir haben gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das Ganze sogar mit einem Product Placement. Ficken, der Partyschnaps, hat sich bereits erklärt, meinem Festival-Vlog zu unterstützen. Wo andere Produkte in der Vergangenheit sagten, mein Content sei zu asozial, habe ich hier etwas gefunden, was passender nicht sein könnte. Danke und Prost! Nach über 450 Tagen ohne Konzerte hat man die Menschen und die Stimmung ganz anders aufgesaugt als früher. Das war der Moment, an dem ich mir sagte, die Pandemie ist endlich vorbei. Leider habe ich damit kein Recht behalten. Nachdem ich im Sommer für meine Freizeit den ein oder anderen Großauftrag abgelehnt habe, wurde es ab Oktober bei mir wieder ein bisschen arbeitsintensiver. Dan von Gatzke Media rief mich an und fragte: Michi, wie viel Zeit hast du dieses Jahr noch und wie viel Geld möchtest du dafür? Und nicht nur das, auch für Verstehen Sie Spaß habe ich wieder Videos produziert, ein Podcast kam hinzu und vieles weitere hat plötzlich meine Zeit zu 100% beansprucht. Ich habe das Team Talabox für den Rest des Jahres verlassen und ich würde sagen, in gute Hände abgegeben und mich vielen verschiedenen neuen Aufgaben gewidmet. Ganz ehrlich, ich bin 2018 in diese Selbstständigkeit zufällig hineingerutscht und mittlerweile habe ich eine ganze Handvoll Leute, die irgendwie immer wieder zu mir kommen und wollen, dass ich für sie arbeite. Leute, ihr gebt mir so langsam den Eindruck, dass das, was ich hier mache, doch irgendwie relativ gut kann. Nein, also mal ehrlich. Vielen Dank für die Zusammenarbeit im Jahr 2021. Danke, dass ich mit euch zusammen ein weiteres Jahr den Beruf ausüben konnte, den ich liebe. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Um persönliche Weiterbildung habe ich mich auch gekümmert. Im Herbst habe ich meinen Drohnenführerschein gemacht, denn ich habe für 2022 den Wunsch, ein bisschen mehr in Sachen Kamera und Drehs reinzukommen, um mein Geld nicht nur über Editing zu verdienen. Leider endete das Jahr aber mit einer kleinen Enttäuschung. Eigentlich wollten wir erneut im Dezember zur Darts-WM nach London fliegen. Doch leider sind die Bedingungen für den Flug durch die Quarantänemaßnahmen für uns unmöglich geworden. Wir sind zwar alle vollständig geimpft und geboostert, aber es gibt leider sehr viele Leute da draußen, die Beschränkungen und Lockdowns so toll finden, dass sie eine Impfung nicht für nötig halten. Aber hey, alles in allem lief das Jahr doch ganz gut. Ich habe einen super Job, bin gesund und munter und führe eine Beziehung mit der tollsten Frau, die ich mir nur vorstellen kann.
Ich bin glücklich und das ist doch ganz gut. Und wie war das Jahr für euch so? Was hat euch geprägt oder was habt ihr Besonderes erlebt? Schreibt es mir in die Kommentare. Hier verlinke ich euch noch meine Draw My Years aus den Jahren 2016 und 2020. Außerdem noch meine Instagram-Seite, auf der ich wesentlich aktiver bin als hier auf YouTube, oben im i. Haut raus!